An und für sich kann man beim Synchronisieren manchmal Sachen besser machen und manche Sachen werden schlechter. Warte, lass es einmal nochmal hören, bitte. Komm. Das ist großartig. Ich liebe Verkleidungsspiele. Da musst du dich nicht schlecht fühlen. Nein, das ist Wissenschaft. Nein, das ist Wissenschaft. Es sind verschiedene Punkte, was man irgendwie schauen muss. Das ist zum einen natürlich, es muss synchron sein, deswegen heißt es Synchronisation. Das sind zwei deutsche Freunde von mir und ich zeige ihnen Wien. Hier, in 60 Minuten. Ja, ich noch einmal. Hektisch, alles fängt schon an. Können wir ja nachholen, vielleicht. Ja, das passt mir nicht ganz. Nicht ganz, nein. Es muss aber irgendwie den richtigen, also den Vibe vom O-Ton irgendwie haben. Sprich, es muss irgendwie in der gleichen Stimmung sein. Es muss irgendwie den gleichen Energielevel haben. Du warst irgendwie so total relaxed und Wohnzimmer und du vertöst die Burschen, wie das Leben da draußen ist. Kann ich verstehen. Du wirst es. Ja, vom. Du gut. Sehr mit Original. Hundertprozentige Fässer. Naja, Werktreue, hallo? Nein, ist eh gut. Bisschen lauter, bisschen lauter. Ich meine, ich möchte hier jetzt nicht in die Kamera erzählen, wie sich Simon Schwarz hier gebärdet hat, ja? Also die Schwierigkeit heute war, dass ich wahnsinnig seltsame Pausen beim Spiel mache und ganz komische Betonungen habe. Für die Figur Detlef, da finde ich, funktioniert es wahnsinnig gut. Und es stimmt für diese Figur, weil sie dadurch eine ganz besondere Figur wird. Ein Mensch, den man so vielleicht einfach so nicht kennt. Das ist ja schrecklich. Ja, das ist eigentlich gut gesagt. Das ist ja schrecklich. Ist gut. Ja, na klar, das ist ja schrecklich. Dann passt. Noch einmal. Vielleicht ein bisschen energischer. Ja, genau, es darf, glaube ich, nicht ganz so absacken. Mhm. Super, dann um 8. Naja, das Schwierigste ist, dass man Dinge, die Impulse waren, dann, das ist grundsätzlich, man muss natürlich die Dinge wiederholbar machen. Das ist ja auch Schauspielerei. Aber im Synchronisieren fällt halt weg, weil man halt den Körper nicht mehr hat, sondern einfach nur dazu labert, mehr oder weniger. Man ist immer ein bisschen außen. Ja? Nicht schlecht, fahrt mal gut. Er kann fließend Deutsch und Italienisch. Und er ist Pilot. Ich bin, glaube ich, absurderweise eine der wenigen Schauspielerinnen, die sich freut auf Synchronisieren. Zum einen, weil ich in den Film so reinschnuppern kann und nur so chronologisch ein paar Häppchen bekommt. Und zum anderen, ich habe als Kind halt angefangen mit Synchron. Und irgendwie mache ich das. Ah! Danke, danke. Ja, danke, das dritte das oder das erste? Das ist nämlich so ein außer Atem mit dem Hund. Ja. Und ja. Aber sonst bin ich immer aufgeregt, wenn es ums Synchronisieren geht. Aber hier mit dem Hans, der ist so ein liebevoller Regisseur und da steht man überhaupt nicht unter Druck. Und da hat es auch wunderbar funktioniert. Ja, das ist aber lieb. Ja, aber das Batschi hat, glaube ich, nicht ganz geklappt. Ja, das hat nicht ganz geklappt. Batschi.